Heute am 6. Mai 2011 ist es soweit. In der Savanne von Burkina Faso in Basse-Coudre treffen wir uns zum Spatenstich. Die wichtigsten Bauern und die wichtigsten Vertreter des Volkes sind versammelt. Es ist sehr heiß, über 40 Grad im Schatten. Hier der Regionalkönig spricht zu den Menschen. Ein wunderbarer Mann der Solidarität. Natürlich darf Benno Kehl auch einiges sagen. Hier erzählt er, wie er ein Stück seines Herzens hier in der Savanne verloren hat. Dass er an eine Solidarität glaube, die weit über die Familie hinausgeht. Eine Solidarität, die er erlebt habe, dass Menschen in der Schweiz für einen Menschen etwas gegeben haben, die sie nicht einmal kennen. Und dass diese Solidarität auch hier in der Savanne untereinander doch weitergehen möge. Das sei ein Zeichen des Himmels, dass ein Stück Himmel auf Erden gekommen ist. Auch der Bauunternehmer, der ursprünglich in diesem Dorf geboren ist, spricht zu den Menschen. Er hat natürlich Freude, für sein Dorf so ein Projekt zu ermöglichen. Und Benno Kehl stellt auch seinen Stellvertreter vor, Marte Bugma. Er leitet schon seit Jahren das Projekt Tautropfen in Cosimuro. Er hat unser volles Vertrauen und ist sehr weise, zum Teil auch sehr clever im Umgang mit den Menschen. Unser Finanzchef Roger Gartmann erklärt nochmals, wie das geht. Dass wir die Überweisung aus der Bank auslösen, dass wir die Bauern ausbezahlen werden, so wie wir es abgemacht haben. Dann werden noch einige Details besprochen, die Fragen, die gekommen sind. Der Chef bekommt eine Siegflasche aus der Schweiz, gefüllt mit gutem Schweizer Kirsch. Einige Details von den Verträgen erklärt Roger Gartenmann, noch der König. Dann kommt es zur letzten Unterzeichnung und natürlich den großen Stempel von Verein Wasserrecht. Und schon sieht man, wie in der Nähe der große Bagger dahergerollt wird. Es sind Momente, die man einfach genießen muss. Wenn hier weit ab von jeder Zivilisation ein so riesen Ungetüm kommt, die Leute waren beeindruckt, ich selber auch. Und es ist ein Traum zu sehen, dass dieses Projekt Hände und Füße bekommt. Von Marta Bugmas Frau ist zwei Tage später ihr Bruder ertrunken vor Lampedusa auf der Flucht nach Europa. Und er sagte, die einzige Mauer, die die Afrikaner zurückhalten könne, sei die Mauer eines Staudammes. Das seien die richtigen Mauern, dass die Menschen vor Ort wieder ihre Grundlagen haben, um zu leben und nicht nur zu überleben. Und dann wurde gebaggert. Es war ein Fest zu sehen, wie der König den ersten Spatenstich machte. Ich konnte es nicht lassen, diese riesige Baggerschaufel hineinzusitzen, diesen Moment zu genießen, dass es wirklich beginnt. Zu hoffen, dass es wirklich bis zum Schluss gut weitergeht. Hier Bruder Morris von den Franziskanern ist auch gekommen. Danach gab es noch Schoki, Fondue und so feierten wir den Spatenstich mit den wichtigsten Leuten zusammen. Mit einem guten Schweizer Fondue wird der Spatenstich abgeschlossen.